So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Hardcore Projekt 50. Ja. Womit starten wir heute? Wir fangen an, beziehungsweise bevor wir die große Expedition machen, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, würde ich mich gerne noch um Essen kümmern. Wir hatten doch schon Stein. Der ist irgendwas falsch gemacht. Naja, wie dem auch sei, ich würde einmal noch hier hingehen und uns einmal ein neues Schwert machen. Ich meine, wir werden das alte natürlich mit benutzen, das ist natürlich klar. Aber zumindest so, dass wir dahingehend ein bisschen was auf der Tasche haben. So. 64 Fackeln. Reicht erstmal. Eine Spitzhacke, Schere, ja gut, ich meine Lapis, ja. Pff. Ein bisschen Erde reicht, Wolle, ja. Eisen, vielleicht, ja, wir könnten uns noch eine Eisentaufel machen. Schadet vielleicht nicht, die zu haben. Und, oh ja, stimmt, was wir auf jeden Fall noch machen könnten. Nee, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Vielleicht sollte ich mich auch einfach mal ein bisschen konzentrieren. Yes. Wir angeln mal ein bisschen. Dann kriegen wir vielleicht noch den einen oder anderen Lachs. Ah. Oh. Zack. Beziehungsweise nicht Lachs, sondern Kabel, ja. Einfach damit wir auch ein kleines bisschen mehr Anfutter haben. Jo, Angel halt, ne? Ach, Leute. Ich wollte mich auch auf jeden Fall bei euch bedanken für das, für die unfassbare Interesse an dem Projekt. Ich bin ja normal keiner, der auf irgendeine Art und Weise Zahlen oder so guckt oder so. Aber als ich neulich mal in meine Aufrufe geguckt habe, habe ich so gedacht, ich traue meinen Augen nicht mehr. Anscheinend ist Minecraft dennoch immer noch aktuell und Leute schauen es. Und es freut mich natürlich mega. Und ich sehe, by the way, gerade auch Angeln gibt hier auch ein bisschen Erfahrung. Das ist auch ganz cool. Oh. So, immerhin ein bisschen. Oh. Wir behalten die Angel mal. Wenn wir gleich ein bisschen unterwegs sind, dann finden wir auf jeden Fall dann auch wieder zurück. Ich notiere mir ganz kurz noch die Koordinaten. So. Noch ein bisschen Seetang können wir noch reinmachen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einmal auf. Wir haben natürlich keinerlei Bett oder sowas dabei, weil wir wollen die Nächte, wenn überhaupt, auch ein bisschen kämpfen. Wenn man das denn so sagen kann. Oder ob es dann ein schnell, ich buddel mich ein und hoffe, dass die Nacht schnell rumgeht. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch hier ein bisschen genug von dem ganzen Gedöns hier gesehen. Gucken wir mal, was hier hinten noch so alles abgeht. Da sehen wir die ganzen Schäfchen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, okay, okay. Seit wann funktioniert das denn, dass dich ein brennender Zombie anzündet? Also kenne ich ja noch gar nicht.
Ein bisschen crazy. So, wir sammeln uns jetzt natürlich auch hier ein bisschen an Ressourcen, die wir zumindest mal so auf Schnelle finden können. Und gerade Kohle ist ja auch super für uns, weil wir A, gefühlt immer so ein bisschen Kohlemangel haben und Eisen perfekt. Und zweitens gibt das natürlich auch ein bisschen Erfahrungspunkte, weil, wie wir ja wissen, endet das Projekt ja, wenn wir Level 50 erreicht haben. Und bis dato hoffentlich noch am Leben sind. Und mir nix, dir nix haben wir dann schon Level 18 erreicht. Sehr schön. Also ich muss sagen, wir haben guten Progress. Ich habe anfangs schon gedacht, so, lass das mal bis Level 30 machen, aber ich glaube, Level 30 wäre zu schnell. Und Level 50 ist dann, denke ich, so ein gutes Mittelmaß. Und es ist jetzt nicht zu repetitiv, aber ich will jetzt auch nicht irgendwie eine Monsterfarm bauen und dann innerhalb von 2 Folgen oder einmal in 15 Minuten hier alles durchschlachten und dann Level 50 sein. Ist auch nicht so mein Ziel, deswegen. Ja, hoffen wir mal dann, dass wir hier jetzt noch ein paar Folgen haben. Ich habe ja auch noch momentan richtig Spaß dabei. Das heißt momentan. Das klingt jetzt so, als würde ich irgendwann keinen Spaß mehr davon haben. Aber was wir auf jeden Fall hier noch haben, ist Sand. Sammeln wir auf jeden Fall mal auch ein bisschen was ein. Und Stack oder so dürfte reichen. Dann haben wir nämlich auch für unsere. Ja, da ist es wieder, ne? Kennen wir ja. Unsere schöne Behausung, die by the way irgendwann auch noch mal ein bisschen abgegradet wird. So, das war's mit dem Seetang. Dann würde ich mal sagen, gibt es mal ein Kabel? Ja. Hier ist auch schon wieder schön viel Awkward. Ruckel, ruckel, ruckel. Ja. Also wir sind auf jeden Fall hier an so einem, ich weiß nicht, ob das ein Küstenbiom ist. Ich kenne mich da wirklich, wie gesagt, nicht aus. Okay, ich glaube, wir sammeln jetzt erstmal hier ein bisschen Kohle. Ja, weil so wie ich es sehe, wird es schon wieder dunkel. Und dort hinten haben wir Lava. Würde mal sagen, wir gucken uns das mal ein bisschen an. Und ich fände es cool, wenn wir noch mal ein kleines Dörfchen finden. Mir hat mir übrigens auch gesagt, dass diese komischen Flugdinger da in der letzten oder vorletzten Folge, dass das sogenannte Dämonen sind. Und die kommen, wenn man längere Zeit nicht geschlafen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schlau war es, dass wir noch nicht geschlafen haben und jetzt wieder quasi nicht ausgeruht eine kleine Expedition starten, wo wir eh nicht die Möglichkeit haben zu schlafen. So, alles gut, wir haben ja Zeit, Seelenruhe. Und ich sehe es gleich kommen.
Macht gleich. Ich würde sagen, hier ist unser Zufluchtsbunker. Haben wir schon Stack Kohle? Krass. Schön. Ein kleiner Lavatunnel. Das Witzige ist, sollten wir jetzt hier in der Umgebung bleiben, könnten wir im Prinzip jetzt bis zu uns nach Hause, also eventuell natürlich bis zu uns nach Hause alles abwackeln lassen. Ah, dort hinten ist ein Skelett. Ah, erstmal Mini-Zombie. Hallo, mein Kleiner. Wow. Da ist noch einer. Kann sein, dass die irgendwie auch so eine krasse Range haben, dass die uns... So, ich bin mal kritisch. Gut, eine Sache, die ich eventuell... Okay, die müssen wir auf jeden Fall morgen machen. So, erstmal das Skelett. Aua! Aua! Easy. Oh, Junge. Ich hätte gern hier ein bisschen Licht. Ach du Scheiße, ey. So, wir angeln einfach mal ein bisschen. Wir brauchen nämlich Butter. Na, kommt da einer? Wir sind leider wieder so ein bisschen broke, was Essen angeht. Wäre schon cool, wenn wir zumindest den nächsten Tag noch ein bisschen überleben könnten. Ich würde nicht die ganze Zeit hier mit dem Seetang rumlaufen. Wir könnten natürlich uns noch einen Bogen besorgen und dann hier die ganzen... Oh. Oh, was ist denn? Eine Wasserflasche. Ah, cool, dass das klappt, wusste ich gar nicht, dass man die auch angeln kann. So. Ja, super, ein Kugelfisch. Aber was auch gut ist, wir kriegen XP, meine Freunde. Wir sind jetzt schon bei Level 20. So, da kommt der nächste. Ah, noch ein Kugelfisch. Die sind giftig. Ich hoffe, man kann die in den Ofen packen. Dann werden sie halbwegs genießbar. Oder wir töten uns einfach. Sehr gut. Ich würde es tatsächlich, also ihr könnt es mir gerne mal schon schreiben. Ansonsten würde ich das tatsächlich erst dann ausprobieren, wenn wir eine Kuh gemolken haben und Milch haben, damit wir unmittelbar den Effekt wieder wegspülen können.
dann würde ich das ausprobieren. Vorher nicht. Das sieht bis jetzt noch ganz gut aus. Oh, und ich sehe schon, ich werde bestimmt auf so eine ganz blöde Art und Weise sterben, indem ich irgendwie in so eine Schlucht falle. Knochen. Unnötig. So, ich würde sagen, wir machen noch zweimal. So, jetzt noch einmal. So, letzte Mal. Und dann schauen wir mal, was wir dann, ob wir das braten können. Dann dürfte nämlich auch gleich schon wieder zumindest ein bisschen der Tag. Super. Ist hier nicht irgendwo noch eine Werkbank? Wie kann er mich sehen? Wie? Oh, wir machen jetzt schön. Safe. Gehen hier schön safe. Bisschen Kohle, bisschen Kabeljau, bisschen Lack. Dann können wir nämlich zumindest schon mal einfach unsere. Wir haben einfach nur gefühlt so die Hälfte vom Leben, aber hey. Das Dragon ist halt auch unfassbar teuer, ne? Was Hunger angeht. Oh, ich bin so blöd, warum mache ich das? Oh. Nee. Oh, bin ich blöd. Warum habe ich das jetzt gegessen? Richtig unnötig. Für die XP. Binne? Das ist ein Creeper. Ich dachte gerade schon so, okay, was ist das bitte? Ja, das kann man nicht machen. Faden kann man nicht machen. Kann man Kohle mit Kohle schmelzen? Nein. Weizenkörner? Nein. Gebratenen Fisch nochmal machen? Nein. Gut. Freunde, weiter geht's. Wir haben ja ein bisschen Kohle verbraucht. Dann können wir auch mal ein bisschen Kohle nachholen. Das Zuckerrohr. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir Zuckerrohr haben. Ich glaube aber schon. Und Zuckerrohr braucht man für Papier und Papier braucht man für Bücher. Vielleicht kriegen wir noch einen Apfel hier raus. Yay! Ein Apfel! Six sind auch nicht schlecht. Komm, einen Apfel würde ich gerne noch haben. Und wer kennt es auch nicht, ne? Die Äpfel aus dem Eichenbaum. Oder aus den Birkenbäumen. Dass man da die Sticks rausbekommt, lasse ich noch mit mir reden. Aber einen Apfel? Hm. Hier ist gerade was gestorben. Es war ein Zombie. Vorne ist wieder Knochen. Ja, mein Dörfchen. So, und jetzt pass auf, falscher Sprung. Tot. Sehr gut. Oh Gottes Willen, ich dachte gerade. So. Passend zum Ende der Folge.
Das Dorf gucken wir uns aber auf jeden Fall noch an. Das looten wir einmal nochmal komplett weg. Das ist natürlich auch so eine Möglichkeit bei Minecraft. Ihr sucht euch einfach ein Dorf. Wölfe, geil! Darauf habe ich gewartet. Und wir haben nur zwei Hunde. Okay, wir wissen aber auf jeden Fall, dass in der Nähe vom Dorf, dass es hier Wölfe gibt. Oh mein Gott. Das sind tatsächlich die Sachen, die ich am... Oh, und diese schöne... Das sind die Sachen, auf die ich natürlich am meisten gewartet habe. Auf Wölfe und auf ein Dorf. Beziehungsweise, ja, es sind Leute hier, sehr gut. Und Häschen sind auch hier. Guten Tag. Verrottetes Fleisch für Smaragd. Ja, so viel habe ich gar nicht hier. Aber den nehme ich mir mal mit. Hoffe, der ist jetzt nicht sauer. Aber du bist jetzt zum Farmer geworden, oder was? Oh, okay, 26 Kartoffeln. Ist machbar. Oh, ich wollte einfach mal ein bisschen looten. Ein bisschen mal gucken, ein bisschen looten. Das habe ich ja noch nie gesehen. Wann gibt es denn Kinder-Villager? Ist ja cool. Habe ich noch nie gesehen, wirklich jetzt. Ah, ich freue mich, wenn man das Spiel nochmal so ein bisschen neu entdeckt. Leute, wir haben hier so viel Essen. Rote Beete. So, was hat der Kollege hier? Gar nichts. Oh. Ein Eisengolem. Eine Steinsäge. Oh. Oh, er hat überlebt. Gut. Jetzt hier ist dieses Terrakotta, ne? Guten Tag. Möchte nur keine Villager hauen. Möchte nur ganz friedlich alles abluten, was ihr hier habt. Esel habt ihr auch. Oh, ich habe Leder gefunden. Leder bekommen. Warum habe ich. Was habe ich bekommen? Leder. Nee, Kaninchenfell habe ich bekommen. So, Leute, ich würde mal sagen, unser Essensproblem hat sich gelöst. Ja, ist auch blöd hier, ne? Kommst hier raus und hast direkt einen Baum vor der Tür. So. Oh, hier ist der, irgendwas mit Bienen, glaube ich, ne? Nee, der Pfeil- und Bogentyp hier. Nehmen wir mit. So, hier war ich, glaube ich, auch noch nicht drin. Haben wir sonst hier noch irgendwo was? Nee. Sehr schön. So, dann ist das, aber hier das letzte Haus. Und ich habe noch keine einzige Truhe hier gesehen. Ist ein bisschen crazy, du. Gut, meine Freunde, nichtsdestotrotz soll es das für heute gewesen sein. Und dort hinten sehe ich auch tatsächlich andere. Jetzt muss eine Sache, ich glaube, das habt ihr aber auch schon mal gesagt oder nicht, keine Ahnung. Dass ich mal irgendwie hinten bei meinem Pilzbiom mal schauen sollte. Weil es eventuell nämlich auch möglich ist, dass da eben nicht nur die roten Pilze sind, die wir die ganze Zeit bisher gesehen haben, sondern auch diese braunen. Und wenn wir rote und braune Pilze haben, dann haben wir ja die Möglichkeit, Pilzsuppe zu machen. Also dieses Stew oder wie das heißt. Deswegen, wie gesagt, gucken wir mal. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind endlich in den 20ern, also Level 20 erreicht. Wir haben die Nacht überlebt und wir haben keinerlei Essensprobleme mehr.
Also, lasst gern eine Bewertung da, meine Freunde. Wir sehen uns im nächsten Part wieder am Freitag. Und bleibt bis dahin gesund. Ciao, euer Fury.